1000 High-End-Kontakte, ja? Davon 10% buchen mich einmal im Jahr. Ja, das ist sozusagen unser Ziel. Und das wären dann 100 Buchungen im Jahr aus dieser Liste heraus, aus diesem Zielgruppenbesitz. Und sagen wir mal, ein Kunde ist im Durchschnitt, sagt mein Kunde, 10.000 Euro wert. Ja, gut, im Schnitt von 10.000 Euro, also mal 10.000 Euro, dann sind wir bei 100 mal 10.000, dann sind wir bei genau 1 Million Euro. Als Umsatz im Jahr. Ja, hallo, grüß dich und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, wenn du das Video auf YouTube sehen solltest oder in meiner Trainingsakademie für ja, B2B-Sales. Letztens kam ein Kunde auf mich zu und sagt, hey Thomas, cool, wir arbeiten jetzt seit 6 Monaten zusammen und du mit einem Minimum-Kontingent, aber du bringst mir jeden Monat meine 4-5 Leads vereinbart, teilweise sogar over the target, ja, und richtig top Kontakte, richtig top Leads, richtig top Termine mit High-Level Entscheidern, ja, High-End Entscheidern und alles super. Aber es reicht mir nicht so richtig. Ja. Was ich möchte, sagt mein Kunde zu mir, Thomas, was ich möchte ist meine eigenen sozusagen meinen eigenen Zielgruppenbesitz. Ja, ich möchte so mal richtig so 1000 High-Level-Kontakte in der Database, in meiner eigenen Database. Ja, und wo sagen wir mal 10% davon mich einmal im Jahr buchen. Ja, ist eine coole Rechnung, sage ich, okay. Ist auf jeden Fall möglich. Wir schreiben mal kurz die Rechnung hier dran. Ja, sagen wir mal 1000 High-End-Kontakte. Ja, davon 10% buchen mich einmal im Jahr. Ja, das ist sozusagen unser Ziel. Und das wären dann 100 Buchungen im Jahr aus dieser Liste heraus, aus diesem Zielgruppenbesitz. Und sagen wir mal, ein Kunde ist im Durchschnitt, sagt mein Kunde, 10.000 Euro wert. Ja, gut, im Schnitt von 10.000 Euro, also mal 10.000 Euro, dann sind wir bei 100 mal 10.000, dann sind wir bei genau 1 Million Euro. Als Umsatz im Jahr. Und das Ganze möglichst vollautomatisch oder zumindest teilautomatisiert, sodass ich letztendlich, weil ich bin, sagen wir mal, jetzt eine kleinere Firma, ein kleinerer IT-Dienstleister mit nur 10, 12, 16 Mitarbeitern, ja, und ich habe jetzt nicht das riesige Vertriebsteam und mehrere Assistenten und so weiter, das wären ja alles wieder zusätzliche Kosten, ja, die mich hier sozusagen mein Umsatz wieder schmälern würden. Ich möchte das Ganze sozusagen mehr oder weniger self-managed. Ja, maximal einen Assistenten oder ein bisschen was, der mir dann ziemlich unterstützt. Ist natürlich möglich. 1 Million Umsatz, 1000 wirklich qualitativ hochwertige Kontakte als Zielgruppenbesitz mit Handynummer, alles drum und dran. Und davon jedes Jahr, sagen wir mal, im Schnitt buchen mich 10%. Und damit verdiene ich 10.000 Euro je Kunde. Na, das ist jetzt mal so die Größenordnung, auf die wir hinsteuern. Sag ich, okay, das ist überhaupt kein Thema. Das kannst du schaffen, das kannst du auch innerhalb von kurzer Zeit schaffen. Du könntest es auch theoretisch mit reiner telefonischer Kaltakquise schaffen. Das dauert nur natürlich entsprechend länger, wenn du hier nur ein kleines Kontingent auch hast. Ja, das ist natürlich immer abhängig davon, wenn du jetzt hier ein Team von 5 Leuten hast, dann sammelst du 1000 High-Level-Kontakte wesentlich schneller, solche, die auch sozusagen 10% davon buchen, als wie wenn du jetzt nur so mal eine Teilzeitkraft hast, die sich irgendwie
eine Stunde pro Tag oder zwei Stunden pro Tag der telefonischen Kaltakquise widmen, ja, oder mal, sagen wir mal einen Tag pro Woche oder sowas, dann dauert das Ganze natürlich viel, viel länger. Das heißt, es gibt natürlich Methoden, um das Ganze zu beschleunigen, auch zusätzlich noch zur telefonischen Kaltakquise. Weil das Problem, was wir haben bei der telefonischen Kaltakquise, die ist natürlich nur so richtig profitabel ab einem gewissen Customer Lifetime Value. Das hier, diese 10.000 Euro, das ist der sogenannte Customer Lifetime Value, das ist der durchschnittliche, das ist Mittelwert, ja, der durchschnittliche Umsatz, die durchschnittliche Umsatzprognose eines jeden Neukunden. Ja, und wenn der jetzt, sagen wir, 10.000 Euro ist, dann ist es in der IT-Branche, auf die wir hier spezialisiert sind bei Kleinmarketing, nicht unbedingt besonders viel. Ja, also die meisten meiner Kunden haben so ein Customer Lifetime Value von mehreren Millionen Euro. Ja, also das heißt, ein Neukunden, den ich sozusagen produziere, der hat dann so auf die nächsten Jahre hingesehen, ja, oftmals mit größeren, längeren Sales Cycles, ein Umsatzpotenzial von mehreren Millionen Euro. Ja. Das sind 10.000 Euro relativ wenig. Und das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der so in dieser Situation sich befindet, das heißt, du hast ein IT-Business, ja, und deine Zielgruppe, ja, dein Customer Lifetime Value ist so um die 10.000 Euro, und damit meine ich Lifetime, das heißt, mehr ist da nicht, ja, auch nicht nach 5 Jahren, dann könntest du ein ähnliches Problem haben wie der Kunde, von dem ich jetzt hier gerade spreche. Ja? Und es ist halt schon ein bisschen, sagen wir mal, schon häufiger vorkommende Situation, aber schon ein bisschen auch eine besondere, spezielle Situation, die eben eine spezielle und etwas besondere Vertriebsstrategie benötigt, ja, als wie einfach nur telefonische Kaltakquise. Hier muss man eben ein bisschen weiter ausholen und letztendlich Online-Marketing mit Offline-Marketing verknüpfen. Das ist das ganz große Zauberwort, ist eben die Verknüpfung, ja, von Online-Marketing und Offline-Marketing. Und viele haben das auch schon erkannt mittlerweile, ne? Das ist ja auch kein neu, ist ja auch schon wieder ein alter Hut letztendlich. Naja, bei vielen auch nicht. Ja? In der IT-Branche, viele machen noch gar nichts online. Das kommt jetzt hoffentlich auch mit im Zuge der Corona-Krise so langsam alles. Aber hier machen auch wieder viele folgenden Fehler. Die sagen, kein Thema, überhaupt kein Thema. Um hier jetzt erfolgreich zu sein, das ist sozusagen mein Ziel, machen wir ganz simpel Online-Marketing. Und zwar, das Ganze muss ja schnell gehen, sonst könnten wir ja gleich Telefon wieder alle anrufen. Wir machen PPC, sogenanntes PPC. Und PPC ist Englisch und heißt nichts anderes. Also auf Deutsch nennt man das, glaube ich, SEA. Ja, also ich habe das damals alles in England gelernt, deswegen nutze ich auch den Begriff PPC, ist einfach letztendlich Pay Per Click, das ist nichts anderes als wie einfach gekaufter Traffic. Ja, das heißt, ich gebe Google oder Facebook, so viel an mehr Plattformen gibt es da gar nicht, also LinkedIn noch, ja, für B2B ist LinkedIn etwas besser wie Facebook. Ich habe viel mit Google gemacht in der Vergangenheit. Ich gebe den Google so mal jetzt 10.000 Euro im Monat und kriege dafür eben XY Besucher. Ja, es ist relativ banal. Ja, es ist auch relativ banal, so schnell sein Geld zu verbrennen. Ja, also Achtung, immer Achtung bei PPC. Ja, weil im Gegensatz zur telefonischen Kaltakquise, wenn ich da jemanden sitzen habe und der performt nicht, dann kann ich mit dem sprechen. Ja, ich kann gegebenenfalls sogar meine Vereinbarung mit dem verändern. Ja. Wenn ich mit Google eine Kampagne habe und gebe da 10.000 Euro rein, dann sind die 10.000 Euro weg. Ja, und that's it. Ja, also Google ist eine ganz andere Macht als wie jetzt ein Mitarbeiter, mit dem ich sozusagen viel mehr Spielraum habe. Ja, also da sollte man wirklich wissen, was man tut, aber es geht natürlich, es funktioniert. Ja.
Und viele setzen das auch schon sehr erfolgreich um, auch einige meiner Kunden, die eben in einer ähnlichen Situation sich befinden oder sich befunden haben. Ja? Das heißt, sie sagen hier einfach, telefonische Kaltakquise, ja, also ganz böse Zungen sagen, hey, telefonische Kaltakquise funktioniert überhaupt gar nicht mehr. Ja? DSGVO und niemand stellt dich mehr durch und da ist natürlich alles nicht so wirklich, nicht so einfach und nicht so pauschalisierbar, wie es manche eben sagen. Aber manche sagen das halt einfach, ja, und vielleicht hat ja auch irgendein Online-Marketer irgendwas ins Ohr gezwitschert, ja, also telefonischer Kaltakquise funktioniert nicht mehr, ja, macht meine Online-Strategie, ja, ein bisschen einseitig das Ganze. Und warum? Da sind wir eigentlich auch schon gleich beim Hauptpunkt. Weil ich habe das 10 Jahre lang fast ausschließlich gemacht, PPC, also letztendlich gekaufter Traffic, bezahlter Traffic, online, ist was? Genau. Was ist das? Kaltakquise. Ja? Es ist nämlich Kaltakquise. Ja? Also PPC ist gleich Kaltakquise. Und Telefonakquise ist letztendlich auch Kaltakquise. Ja? Also letztendlich sind wir hier wieder genauso bei der Kaltakquise. Es führt einfach kein Weg dran vorbei. Ja? Wenn ich Neukunden möchte, ja, und sozusagen mit Personen, mit Firmen sprechen möchte oder in Kontakt treten möchte, die mich noch nicht kennen und ich sie vielleicht auch noch nicht, dann bleibt nichts anderes übrig, als Kaltakquise zu machen. Surprise, surprise! Ja? Und ob das jetzt online ist, über PPC, also ich schmeiß Google Geld hin und dafür bekomme ich diese Personen, werden auf mich aufmerksam auf meiner Webseite, oder ob ich das jetzt per Telefon mache, ist nach wie vor Kaltakquise. Jo! Ja? Ganz was Neues. Ja? Dass das eigentlich letztendlich genau das Gleiche dahinter steht. Ja? Das gleiche Prinzip. Aber gut. Ganz, ganz wichtig hier zu beachten ist, dass jetzt natürlich hier, und das ist das, wo halt noch nicht so viele kapiert haben. Also haben jetzt viele kapiert vielleicht, dass man auch sozusagen online Werbung schalten kann und das vielleicht auch verknüpfen kann mit offline, ja, oder mit Messen oder mit sonst irgendwas. Aber was viele nicht kapiert haben, dass die Kombination des Entscheidenden ist. Ja. Das heißt, die setzen halt dann irgendwie alles auf bezahlte Werbung und wundern sich, dass sie da sozusagen relativ viel Geld verbrennen damit und relativ wenig damit herausbekommen. Ja? Denn mal ganz ehrlich, bezahlte Werbung, PPC, sei es jetzt als Google oder sei es Facebook, ja, oder auf LinkedIn. Ist ein alter Hut, ja, das gibt es seit über 20, 25 Jahren oder so. Damals war es eben noch eher mehr Microsoft. Da ist jetzt nichts Neues und ganz, ganz viele machen das. Und das bedeutet, das ist ja sozusagen eine Auktion, ja, nichts anderes. Desto mehr Werbung schalten, desto teurer sind die Klicks. Ja. Und das heißt, wenn man das einfach nur für sich macht, ist es ja so, dass man hier letztendlich Kaltakquise macht und wie auch bei der telefonischen Kaltakquise hast du eben einfach nur, sagen wir mal, du schickst das Ganze hier auf eine Landingpage, ja, also in dem Fall ist es eben so, dass du hier Werbung schaltest, sagen wir bei Google, ja, schickst es auf eine Landingpage und die ist dann auch, sagen wir mal, optimiert, ja, da gibt es auch wieder ganz bestimmte Bedingungen, wie sie optimiert sein darf. Ja, Google hat ganz strikte Vorschriften, sonst schalten die einfach deine Kampagne ab und das war's. Ja? Und bei Facebook kann sein, wenn du irgendwelche Regularien verletzt, irgendwelche Vorschriften, irgendwelche falschen Wörter benutzt. Ja? Also du musst hier auch Experten walten lassen. Also du brauchst hier definitiv einen Experten und das mache ich hier mal hier mit Rot oder Orange. Und ganz ehrlich, ich habe hier für Facebook, für Google und für LinkedIn jeweils einen Experten, der den ganzen Tag seit 5 Jahren nichts anderes gemacht hat. Ja? Weil das ist ja einfach nicht einfach mal so, hier ein bisschen Geld in bezahlte Werbung reinhauen und dann läuft die Kiste. Ja? Die Zeiten sind lang vorbei. Ja? Also wenn es überhaupt jemals so funktioniert haben sollte.
Das heißt, hier, du brauchst hier auf jeden Fall einen Experten. Ja? Also Vorsicht vor Leuten und Agenturen, die das einfach mal so nebenbei auch anbieten oder sonstiges. Ja? Du brauchst hier einen Experten. Und warum? Weil es eben Kaltakquise ist. Ja? Du schickst die Leute auf eine Landingpage und dann hast du, sagen wir mal, irgendwie, ich mache jetzt einfach mal, du musst das Ganze auch testen, ja? Also viel testen. Und dann hast du hier, deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass du hier auch einen Experten hast, der in deiner Branche Erfahrungen gesammelt hat. Ja? Also, was bedeutet denn Experte? Bedeutet das, dass du jetzt jemanden hast, der seit 5 Jahren Tag und Nacht nichts anderes macht als Facebook-Werbung? Okay, ein Kriterium. Aber hat er auch schon mal Facebook-Werbung für deine spezifische Branche gemacht? Zweites Kriterium. Ja? Und drittes Kriterium, wie erfolgreich war er? Ja, References und so weiter. Also, sagen wir hier 5% von den Leuten, wo du hier auf deine Seite dann schickst, auf deine Landingpage, die du einkaufst, tragen sich dann, sagen wir mal, ein. Das heißt, aus denen entsteht dann ein Lead. Das ist dann sowas in der Richtung, wie wenn ich telefonische Kaltakquise mache, ich werde durchgestellt, ja, habe ich schon viele Videos drüber gemacht, kannst du dir auf YouTube zum Beispiel anschauen oder auch in der Akademie. Du wirst durchgestellt und die Person, du triffst einen Entscheider oder einen Entscheider oder starken Influencer und du redest mit denen, der gibt dir ein paar Infos. Du machst ein bisschen eine Qualifizierung mit dem, aktuelle Bedarfssituation, aktuellen Status quo etc. Und der sagt, naja, schick mir mal ein paar Infos über ihre Firma. Dann hast du hier ungefähr den Status quo, ja, wenn du zum Beispiel mit A, B, C, D Leads arbeitest, hast du vielleicht so ein C Lead oder ein B Lead oder sowas in der Richtung. Ja, also das ist schon mal sozusagen ein etwas, also mal aus einer kalten Kontakt, ja, hast du ein warmes Lied gemacht. Ne? Also das ist jetzt hier schon mal, sagen wir mal, viele sagen auch einfach, das hier ist schon mal warm. Ja? 5%. Und das ist auch schön und gut. Nur, und das mache ich jetzt mal zum Beispiel hier blau, 95%. Haben sich eben nicht eingetragen. Okay, und das ist eben, und die sind sozusagen, die gehen auf deine Seite, schauen sich das kurz an, tragen sich nicht ein und klicken auf die nächste Seite oder so, gehen wieder zurück auf Google. Und kommen nur mit einer sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit jemals wieder auf deine Seite. Und das ist ein springender Punkt. Und das machen viele nach wie vor immer noch verkehrt. Die machen nämlich eines nicht und das ist Retargeting. Das schreibe ich mal ganz kurz ein. Und Retargeting ist nichts anderes, als wenn ich jemanden per telefonische Kaltakquise, also wieder hier der Vergleich zur telefonischen Kaltakquise, anrufe, mit dem spreche und der sagt, naja, aktuell, ich meine, ich finde das ganz interessant, was Sie machen, aber aktuell habe ich keinen Bedarf. Ja, und die Wahrscheinlichkeit ist auch gegeben, denn ich habe jetzt das erste Mal mit ihm gesprochen, ich habe keine Ahnung über seinen Status quo, ich habe ihn noch null qualifiziert und er sagt zu mir, okay, ich habe aktuell keinen Bedarf oder kein Interesse. Aber das bedeutet nur aktuell, vielleicht in 2 Wochen, 2 Monaten, 2 Jahren hat sich die Situation geändert und ich rufe ihn dann nochmal an. Das heißt, Retargeting ist nichts anderes wie die Wiedervorlage bei der telefonischen Kaltakquise. Ja? Das ist natürlich hier bei der telefonischen Kaltakquise ist es letztendlich die Wiedervorlage. Ja, und wie du weißt, bei der telefonischen Kaltakquise ist die Wiedervorlage eines der wichtigsten Teile des Vertriebsprozesses und das für den Aufbau einer Pipeline, ja, das sogenannte Nurturing, ja, auf Englisch. Und genauso wichtig wie die Wiedervorlagen in deiner Pipeline, um dir eine Pipeline aufzubauen, in der telefonischen Kaltakquise sind, genauso wichtig ist das Retargeting bei der Online-Kaltakquise über bezahlten Traffic. Ja.
Und deswegen auch sehr unverständlich, warum es einfach viele nicht richtig machen oder einfach komplett weglassen. Denn was ist denn Retargeting jetzt online? Retargeting online ist zum Beispiel natürlich nochmal ein Stück weit mächtiger, als wie jetzt einfach nur über deine Wiedervorlage bei der telefonischen Kaltakquise. Retargeting online ist natürlich automatisch. Ja? Sonst würde ja Online-Marketing keinen Sinn ergeben. Wenn es nicht ein Stück weit skalierbarer und automatisierbarer wäre. Wenn mal ein blödes Beispiel, du gehst jetzt auf Google, suchst, mal angenommen, mein Kunde ist jetzt Saturn und Hansa oder Mediamarkt und ich mache für die eine Online-Marketing-Kampagne. Da habe ich in der Vergangenheit für PC World zum Beispiel sehr häufig gemacht. Ja? Und jemand sucht über Google einen Laptop, trifft auf die Anzeige, klickt auf PC World, ja, oder in dem Fall Saturn und Hansa in Deutschland, und kommt auf die Webseite von Saturn und Hansa. Dann wird ein Cookie platziert auf dem Desktop des Users, der die Anzeige geklickt hat. Und wenn er jetzt nicht kauft, und das sind nun mal in der Regel 95%, jetzt in dem Fall, das ist natürlich nur ein Beispiel, klickt er dann wieder weg. Und jetzt geht dieselbe Person, weil sie halt einfach irgendwie auch noch eine Grafikkarte sucht oder weiter sucht, hat nicht das Richtige gefunden, will nicht sofort kaufen, besonders in Deutschland braucht der durchschnittliche User 2 bis 3 Mal länger, bis er irgendwann irgendeine Kaufentscheidung gefällt hat, ja, als wie in den USA und in der UK. Der Deutsche, der informiert sich immer gerne. Ja? Also Information, Information, Information und dann irgendwann die absolut perfekte Entscheidung zu fällen. Das heißt, er braust jetzt nochmal weiter über Google, schaut jetzt zum Beispiel auf chip.de. Ja? Und plötzlich ist er auf chip.de und schaut sich dort irgendwie einen Artikel an und plötzlich sieht er links, rechts den exakt gleichen Laptop, nämlich den Lenovo Laptop i5, ja, den er sich vor irgendwie einem halben Tag oder 4 Stunden bei Saturn angeschaut hat. Und siehe da, die Anzeige mit dem Lenovo Laptop ist von Saturn. Ja, woher weiß Saturn, dass jetzt diese Person, die gerade auf chip.de sich befindet, ja, interessiert war? Oder woher weiß chip.de, dass du interessiert warst an diesem Lenovo? Natürlich, weil dein Cookie auf deinem Desktop ist. Über Retargeting. Und dieses Retargeting, ja, verantwortlich für dieses Retargeting, dass es eben so funktioniert, ja, so intelligent, ist der Marketer. Derjenige, der für dich diese bezahlte Werbekampagnen schaltet. Ja, entweder du hast einen Inhouse oder du hast eben eine Agentur, die dich da unterstützt. So wie bei uns zum Beispiel. Für meistens zum Beispiel kleinere Firmen mit nur ein paar Mitarbeitern, die sich so zum Beispiel vielleicht aktuell keinen festen Mitarbeiter in dem Sinne sich leisten wollen oder können oder das Ganze erstmal austesten wollen eine Zeit lang. Und wie das eben so ist in Deutschland, na, wenn du jemanden einstellst, bis du dann wieder los wirst. Ja? Also von daher, kurzum, einfach mal einen externen Experten reinholen und das Ganze mal austesten. Und das Witzige ist nämlich das. Jetzt hast du über dieses Retargeting, ja, die Leute sind jetzt auf anderen Webseiten und sonstiges und klicken dann sozusagen, weil sie sozusagen unterbewusst, also quasi unser Unterbewusstsein, ja, fällt ja letztendlich nur über 95% aller unserer Entscheidungen. Ja, es ist leider einfach immer so. Unterbewusst habe ich nämlich einen Wiedererkennungswert. Ja, ich sehe also den gleichen Laptop nochmal, den ich mir vorhin schon auf Saturn angeschaut habe. Und von diesen 95%, die ich gleich beim ersten Mal gekauft habe, sagen wir mal jetzt 30% von den 95%, ja, das sind dann ungefähr hier, was weiß ich wie viele, ist ja egal, kommen dann trotzdem wieder auf deine Landingpage. Zum zweiten Mal. Ja, entweder oder auf zweite Möglichkeit. Ich mache das jetzt hier mal, sagen wir mal, auf eine ganz stinknormale Webseite von mir. So, ich sag mal, die Corporate Webseite, wo du dein ganzes Branding hast, ja, wo du was über dich erzählst und all diese Geschichten. Und von dieser Webseite dann auf die Landingpage schaltest, wo dann der Kunde wieder kaufen kann. Ja, das kann natürlich auch möglich sein.
Und wo du letztendlich, also quasi wieder auf dieser Turnlab-Seite oder direkt auf die Landingpage, wo man eben sofort den Call to Action hat, sprich den Kaufbutton. Mit anderen Worten, über diese Kaltakquise, letztendlich die du hier schaltest, ja, über das Retargeting, verwandelst du mehr, wesentlich mehr, als wie nur im ersten Schritt, ja, sozusagen in der Phase 1, von kalten Besuchern, ja, in warme Leads. Ja, und das ist letztendlich dein Ziel mit viel weniger Budget. Denn diese Retargeting-Klicks, ja, kosten in der Regel weniger, ja, als wie diese ersten Klicks. Ja, also, weil einfach davon weniger existieren. Ja, also weniger bedeutet weniger Klickkosten. Ja, also da, wo eben mehr geboten wird, da wo eben mehr Klicks bestehen, da kostet es auch mehr. Ja, ganz klar. Also zum Beispiel das Keyboard, bleiben wir mal beim Keyboard Laptop. Ja, da kostet ein Klick vielleicht 20 Euro. Ja, ich mache jetzt mal, das ändert sich natürlich ständig, ich sage jetzt einfach irgendwas. Und für den Retargeting, für den Klick Lenovo Laptop i5, ja, hochspezifisch, kostet der Klick vielleicht nur 50 Cent. Ja, weil einfach wesentlich weniger diesen Keyboard, also dieses spezifische Keyboard eben klicken, ja, logischerweise, weil nur ganz wenige wissen, sind interessiert für den exakten Lenovo Laptop i5 mit der Spezialausrüstung und so weiter, ja, den ich mir eben angeschaut habe, dieses Wissen habe ich eben aufgesammelt. Genauso wie bei der telefonischen Kaltakquise. Ja, im ersten Step habe ich einen Call, aber ich hole mir Informationen, ja, vom potenziellen Neukunden, auch wenn ich dann nicht gleich sofort zum Termin komme oder auch nicht Informationen von mir will oder sonstiges, ja, oder ein Webinar oder was ich halt zu bieten habe, dann eben im nächsten Step. Und im nächsten Step rufe ich ihn schon, spreche dann schon das zweite Mal oder das dritte Mal mit ihm. Und selbst wenn er sich nicht mehr an mich erinnern kann, habe ich diese Informationen über ihn, die ich dann wieder verwenden kann. Und somit habe ich schon wieder einen warmen Lead. Das funktioniert super, ja, super, wirklich super. Das ist Standardprozess in der B2B-Kaltakquise telefonisch. Und online mache ich das eben so. Und wie verknüpfe ich das jetzt miteinander? Ganz einfach. Ich kann natürlich hier auch in der Landingpage bei Produkten und Dienstleistungen, und dann sind wir wieder hier oben beim eigentlichen Ziel. Ich habe ein Produkt, eine Dienstleistung zum Beispiel, in dem Fall hier von durchschnittlich 10.000 Euro wert ist. Ich kann das hier super durchkalkulieren. Ja, das ist mal das eine. Und ich verkaufe meine Dienstleistung oder mein Produkt in dem Fall am Ende eventuell bei einem Vororttermin. Sagen wir mal, hier geht es um eine IT-Dienstleistung, die nicht, im Regelfall nicht über, also einen Kaufbutton, wie jetzt ein Laptop, ja, gekauft wird. Das heißt, am Ende dieses ganzen Prozesses komme ich wieder zur telefonischen Akquise. Ja, ich wärme letztendlich meine potenziellen Neukunden über diesen Online-Marketing-Prozess, das nennt man Funnel, ja, Prozess auf, um sie dann telefonisch relativ schnell, zügig und mit sehr viel bereits Vorkenntnissen abschließen zu können. Ja. Und das insgesamt reduziert natürlich meine Kosten und erhöht meine Effektivität in der telefonischen Kaltakquise um ein Vielfaches. Ja. Und ich komme eben letztendlich damit weniger Geld, komme ich dann letztendlich auf diese weniger Geld, was ich investieren muss in Marketingmaßnahmen, diese 1 Million Umsatz. Und was ich hier noch letztendlich jetzt hier eigentlich noch fehlt, ist noch eine zweite Geschichte. Ich kann zusätzlich zur Kaltakquise, die ich letztendlich, ich komme ohne Kaltakquise nicht aus. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, wenn ich ein Business habe und ich möchte, dass mein Business wächst, ich möchte Neukunden, dann komme ich ohne Kaltakquise nicht aus. Und manche sagen, ja, Kaltakquise funktioniert nicht und so ein
dann hast du eben Pech gehabt. Dann musst du eben Wege finden, wie Kaltakquise für dich wieder funktioniert. Denn ohne Kaltakquise wird es keine neuen Kunden geben. Und dann sagen manche, ich lebe von Empfehlungen. Ja, meine Kunden empfehlen mich wieder weiter. Ja, okay. Aber das ist nicht skalierbar wirklich. Und das ist auch wieder nur ein Effekt. Ja, das ist eigentlich nur wieder ein Resultat aus letztendlich eine gute Dienstleistung, die du machst, einem guten Produkt, das, welches du hast, weil sonst würde diese Weiterempfehlung nicht stattfinden. Und letztendlich ist es auch wieder Kaltakquise, ja? Nur dass diese Kaltakquise andere für dich tun. Ja? Also die akquirieren halt letztendlich für dich. Ja? Okay, und das Ganze hier kannst du natürlich dann noch unterstützen über noch eine zusätzliche Geschichte, aber da mache ich glaube ich noch mal ein extra Video drüber, und zwar über eine Content-Strategie. Ja? Wie du einfach organisch Traffic dir abholst über auch wieder Google. Ich meine, Google ist halt nun mal die Nummer 1, es gibt fast nichts anderes. Also, meine Speicherkarte war jetzt gerade voll. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Das ganze Thema mit dieses Szenario, diesen Use Case mit den 10.000 Euro Customer Lifetime Value, 1 Million Euro Umsatzsteigerung pro Jahr als Ziel, und dann eben die ganzen das Thema Kaltakquise online, offline, wie man das Ganze verknüpft und die Conversion erhöht, indem man Retargeting benutzt, was letztendlich das Äquivalente ist zum Thema, also Äquivalente bei der telefonischen Kaltakquise wie Nurturing, sprich wieder, sich Wiedervorlagen aufbauen in der Pipeline. Ich hoffe, das war soweit alles verständlich, und dann bis zum nächsten Video. Ja, schau mal wieder rein, ne? Daumen hoch. Tschüss, dein Thomas Klein.